kennt ihr die hier? Das sind meine Lieblingsgartenblumen. Nennen sich Bartnelken, aber ich denke mal, die kennt ihr ja sicherlich, oder? Die duften wunderbar. Zu schön. Also, kennt ihr die? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. So, und zwar geht es jetzt hier los am Möhrenbeet. Da wollte ich mal gucken, ob man hier schon mal ein bisschen was ernten kann. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Mal schon mal ein paar rausziehen. Ja. Also ich glaube, die Möhrenernte wird dieses Jahr etwas größer ausfallen. Weil im letzten Jahr habe ich, glaube ich, 4 Möhren geerntet. Wo sind denn noch mal welche? Hier. Noch ein paar rausziehen, dass die anderen auch wachsen können. So. Ich habe hier extra eine Sorte gewählt, die nicht ganz so lang sind. Da hatte ich letztes Jahr keinen Glück mit und deswegen habe ich jetzt mal diese Sorte hier gewählt. Ich werde dann gleich nochmal gucken, welche das ist. Also ich bin begeistert. Wir haben jetzt Anfang Juli. Ja, ist doch ganz nett. Ich werde jetzt hier mal durchstöbern, ob noch ein paar zusammenkommen. Dass wir hier mal ein bisschen Platz schaffen. Da sind auch ein paar kleine noch. Ich werde einfach mal Ausschau halten. Na komm. So. Ja, die geht auch. So. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Wir sind jetzt hier im hinteren Teil des Beetes. Sehen, da vorne stehen die Möhren. So, und hier habe ich ja auch Möhren eingesät. Und das sind ein bisschen andere Möhren. Schauen wir jetzt mal, mal hier eine rauszumachen. Die ist leider abgebrochen, die hole ich dann gleich raus. So, das sind gelbe Möhren. Habe ich hier schon mal 2 rausgeholt, könnt ihr hier gut sehen. So, ist auch wieder eine andere Sorte. Ich habe dieses Jahr einfach mal ein paar Sorten ausprobiert. Ja, weil ich ja letztes Jahr keinen Erfolg hatte, wie gesagt. Und ich glaube, das hat sich bewährt, mal ein paar verschiedene Sorten zu wählen. Ja. Wunderbar, ich bin begeistert. Hier in diesem Beet habe ich ja auch noch eine Reihe Möhren eingesät. Und da gucke ich jetzt auch noch mal durch, da vielleicht schon mal irgendwas zu ernten ist. Hier haben wir doch schon eine, die sieht doch aus, als wenn sie schon ein bisschen eine Größe hat. So. Ja. Ja, wer sagt's denn? Also dieses Jahr sind bei mir die Chili schlecht, dafür sind die Möhren gut. Ja, so ist das im Garten. Ihr kennt sicher das Problemchen. Gut, dann stöber ich jetzt hier auch nochmal durch, was sich so finden lässt, und dann zeige ich euch mal, was ich heute alles so geerntet habe. Das hier ist jetzt meine heutige Ernte. Und zwar haben wir hier einmal diese, ja, orangenen Möhren, diese kürzeren. Ich meine, das war irgendwas mit Pfälzer, von der Sorte her, irgendwas mit Pfälzer. So, dann haben wir hier diese gelbe Möhre. Hier in dem Kessel habe ich Schnittlauch, also ein ordentliches Bund. Dann habe ich hier die Schlotten von den Zwiebeln. Ich weiß nicht, macht ihr das auch, dass ihr von den Zwiebeln, hier, von diesen Zwiebeln, mal so die Schlotten abschneidet und dann mit in den Salat reingeben? Wenn nicht, probiert es einfach mal aus. Ist total lecker. So, dann habe ich hier ein paar kleine Bartnelken, eine Handvoll Kirschen, weil die ganz oben sind, da komme ich jetzt leider nicht ran. Also nehme ich jetzt halt mal eine Handvoll mit nach Hause. Dann habe ich hier einen Bund Minze. Die wird natürlich wieder getrocknet für meine Gerichte mit Minze. Und dann habe ich hier Pflücksalat. Ja, also ich würde sagen, das ist schon in etwa ein Kopf. Habe halt die einzelnen Blätter geerntet, immer außen rum, die äußeren Blätter. Und natürlich nehme ich mir dazu auch noch passend den Dill mit. So, das ist meine heutige Ernte. Wie sieht es bei euch im Garten aus? Habt ihr auch schon Möhren geerntet? Ja, schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, heute mal so ein kleines Erntevideo, hauptsächlich Möhren. Wie sehen eure Möhren aus? Einfach mal unten reinschreiben. So, dann sage ich Tschüssi, bis zum nächsten Mal.